Hallo zusammen, da sind wir zurück bei Banisher's Ghosts of New Eden. Und wir sind immer noch in der Leere. Au. Gut, gut. Mich dir helfen. Ja, dann mach. Ich kann nicht fassen, dass ich das Ding erlöse. Aua. Da habe ich jetzt gesehen, wie sie sich regenerieren, die Dinger. Darf ich auch mitmachen? Ich will keinen Zwang an, Antia. Aber es bringt nichts, die einzelnen Viecher zu bekämpfen, außer sich zu verteidigen, wenn man dann komplett angegriffen wird. Der bringt noch nichts. Da hinten ist noch eine, die habe ich besucht. Die ist ja auch noch da, stimmt ja. Die mischen sich immer ein in Dinge, die sie nichts angehen. Wie wär's mit einem Highland Kiss? Vernichten wir dieses Monstrum endlich. Muss ich das große Ding abgesehen? Ja, das merke ich auch. Das große Ding da ist es. Ich kann sich doch nicht einfach davor stellen. Stellt ihr sich darunter vor? Ja, dann auch. Gott sei Dank. Raus da! Wie ist denn jetzt? Endloser Leeres besiegt. Ja, endlos schien der mir wirklich. Wo bin ich denn jetzt gelandet hier? Ah, jetzt darf ich. Was, wie 1016 Meter entfernt vom eigentlichen Ziel? Was? Oh nein.
Wo bin ich denn hier? Oh, wie blöd. Naja, dann erstmal da. Nee, hä? Moment. Da muss ich hin. Da ist auch ein Feuer, aber da darf ich nicht hin, weil ich da noch nicht war. Okay, muss ich hier hin. Ah. Ich habe komplett woanders hingeschickt, das Ding. Das soll hier irgendwo ein Feuer sein. Da oben. Nochmal auf die Karte gucken. Also, da sind wir. Da ist ein Feuer. Also wenn das jetzt jedes Mal passiert, will ich das blöde leere Wandeln nicht mehr machen. Dass mich dann auf die ganz andere Seite der Karte schießt. Und ich dann noch, ja, genau. Irgendwen kämpfen sich eine soll. Das sind nicht so schwer, die sind. Die leveln ja niedriger als das, was wir bisher jetzt hatten. Ich habe ihn rausgespuckt aus seiner Höhle. Wo ist er denn jetzt? Hier, vor mir. Ich bin bereit. Hier sind wir. Ah, jetzt weiß ich es auch wieder. Hier waren wir schon, oder? Hier waren wir doch schon. Gut, dann wieder dahin zurück, wo wir eigentlich hin wollten. Nach der Entwicklung. So, den können wir. Ach Quatsch, ich wollte doch reisen. Oh. Ich steh nicht auf. Dann nochmal. Und ausruhen. Muss ich auch noch ausruhen? Ja, können wir mal machen. Ich habe jetzt nicht geguckt, aber Zut aufladen, musste ich das? Hätte ich mal geguckt.
So, da dürfen wir noch nicht hin. Also reisen wir zumindest in die Nähe. Wir müssen wieder dahin laufen. Hey, wieso kommen die jetzt wieder an? Weil ich geachtet habe, oder? Ein Schemen ergreift Besitz. Da flattert's den aus seiner Haut. Ja, cool. Bastard! Ich musste doch über die... Waren das jetzt? So rüber. Kann ich jetzt mal das Feuer wieder nicht mehr markieren? Ist ein bisschen doof. So, da sind wir. Ach so, dann rennen wir hier im Kreis, okay. Hier sind wir wieder beim Schiff und ich hatte eigentlich fast gedacht oder auch gehofft, dass mich die Leere da hinbringt. Aber wir wissen jetzt, die ignorieren wir. Da waren wir jetzt einmal drin und hat gereicht. Jetzt liegen hier wieder die ganzen Sachen rum. Aber irgendwie müssen wir ja doch über die Brücke kommen. Das sah jetzt ja nicht aus, als ob man da einen Weg hätte, den man nehmen kann. Und schwimmen ist nicht. Also Red kann wahrscheinlich nicht schwimmen. Nee, die kann ich nicht mitnehmen. Aber es ist auch nichts, dass hier Antea jetzt mit ihrer Superkraft darüber springen könnte. Und hier noch ein Weg lang. Etwas versteckt sich. Da. Ach so, das ist, ja gut, das ist jetzt kein Weg, der uns jetzt irgendwo anders hinführt, außer wieder im Kreis. Es ist jetzt hier auch nichts, was man sagt, hier, ich schieße das jetzt kaputt und dann fällt die runter. Hier sah es auch nicht so aus, als ob man weiterkommen würde.
Da! Kann sie doch runterschießen. Ja, bestimmt Ärger. Ihr habt die Brücke runtergelassen. Ein Seil ist gekappt, das andere... müssen wir bestimmt weiter von hier irgendwo machen. Ja, hier. Aha. So, jetzt könnt ihr zum Geisterschiff. Oder wir können nur zum Geisterschiff, weil es dann unsere Aufgabe wird. Mal schauen. Ich nenne es jetzt einfach Geisterschiff. Jetzt baumeln die Seile da so runter. Und die Sache mit der Leere war garantiert nur so ein zusätzliches Ding. Das war jetzt nicht Teil der Hauptquest. Hier ist auch nirgends jemand. Er geht auch einfach rein. Die Tür lässt sich vielleicht von der anderen Seite öffnen. Ah ja, jetzt kann man die Tür aufmachen, okay. Mal gucken, ob sich's gelohnt hat. Naja. Moos habe ich jetzt auf jeden Fall im Überfluss. So, das nehmen wir auch. Ich glaube, ich muss irgendwie in die Richtung. Ich würde jetzt wieder dran vorbeilaufen. Guckt auch keiner. Ich meine, wir ballern hier rum. Und es ist ja nicht gerade leise. Aber es scheint niemanden zu stören. Das Dorf ist voller Geisterschutzvorrichtungen. Na super. Sie fürchten sich für irgendetwas. Zerstör sie besser nicht. Das sorgt nur für Ärger. Ach so. Dann nicht. Aber lieber Antea, dann bist du nicht bei mir. Hallo? Jemand zu Hause? Wo sind alle? Niemand da. Kann ich nicht aufmachen, fehlt der Schlüssel. Der Brunnen. Kürzlich versiegelt. Da ist was Seltsames drunter. Und riecht widerwärtig. Ah, ist das wie in The Ring? Oder wie im Witcher 3 mit dem Ring? Mit der Mittagsfrau. Ich muss diese Markierung wieder entfernen. In Fort Jericho wurden wir wenigstens begrüßt. Einen Unterschlupf gefunden. Aber der ist zu. Den dürfen wir jetzt natürlich nicht einfach verwenden.
Keiner da. Oder traut sich nicht zu antworten, wie auch immer. Zwar mal eine Tür auf, aber ist jemand da? Ist auch wieder nur eine Bibel. Ja, die gleiche wieder. Hören. Kennen wir den nicht schon, den Typen? Nee, du sollst zu Antea wechseln. Ach nee, geht ja nicht, ich vergaß. Ah, stimmt ja, hier darf man nicht. Sind ja diese blöden Fairfax Haskell, wo bist du? Den kennen wir. Ich werde dafür beten, dass mein Glaube, unser Glaube, der Glaube aller in New Eden mit kaltem Eisen und Gottes flammendem Licht verteidigt wird. Ich, Fairfax Haskell, werde beten. Auf. Freunde, unser Erfolg soll euch Kraft spenden. Vertrieben aus unserem Zuhause durch die Machenschaften des Teufels, stehen wir jetzt hier gemeinsam im neuen Haus Gottes. Wir kommen zusammen. Wir beten. Wir obsiegen. Und der heilige Schutz, den mein Sohn für uns gerade nach meinen Anweisungen anfertigt, wird uns dienen. Denn ich habe endlose Stunden Bücher und Dokumente für euch durchforstet, die Werke meiner Brüder geradezu verschlungen, auf dass dieses Haus sicher sei. Fairfax Haskell, für den man das Wort aufgeblasen erfand. Halb fertig? Ja! Dem Wind ausgesetzt? Ja! Aber es erstrahlt bereits durch unseren Glauben ein leuchtendes Mal flammender Hoffnung auf bessere Zeiten. McGrath, Mr. McGrath, ich dachte, ihr seid doch... Welche glückliche Fügung! Welch ausgezeichnete Neuigkeiten! Welch ein Segen! Ich applaudiere euren tapferen Taten. Au fait, sag ich mal. Tot. Ich dachte, ihr wärt tot. Vielleicht bin ich das ja. Mein Freund, ihr solltet darüber nicht scherzen. Denn der Teufel schläft nie. Und er kratzt schon an der Pforte. Bildlich gesprochen. Ich bin am Leben. Versprochen. Meine Freunde, ich muss die Predigt verschieben. Der Kampf gegen die Legionen des Teufels endet nie. Und Mr. McGrath und ich müssen uns unterhalten. Danke, Lammy. Bestaunt dieses Wunder, Mr. McGrath. Selbst im Exil, in unserer dunkelsten Stunde, finden wir die Kraft, dieses bescheidene Monument zu errichten. Aber wir müssen über düsterere Dinge sprechen. Denn wir, gebildete, belesene Männer, wissen, dass das Böse noch unter uns weilt. Es ist viel zu tun. Jede Menge, in der Tat. Ja, vergebt mir die schlichte Begrüßung. Ihr seid allein. Gehe ich recht in der Annahme, dass Fräulein Duarte nicht mehr unter uns weilt? Ich möchte nicht darüber sprechen.
Wohl dem Menschen, in dessen Geist kein Falsch ist. Denn da ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Mein aufrichtiges Beileid. Die Trauer ist eine Reise, lang und voller Schmerzen. Aber ihr begeht diesen Weg nicht alleine. Das verspreche ich euch. Oh, ich weiß. Ich weiß. Mit der Zeit heilte Gott meine Wunden. Möget auch ihr Frieden finden. Nun, bedauerlicherweise muss ich selbst in diesen für euch schlimmen Zeiten rasch zum Geschäftlichen kommen und euch einmal mehr um Hilfe bitten. Wie kann ich helfen? Einer unter uns steht im Dienste des Teufels. Die Kolonie ist vom Pech verfolgt. Und obwohl es mich beschämt, dies zuzugeben, das Böse weilt unter uns. Wir beide sind bewandert in diesen Angelegenheiten. Aber ich bin ein Mann von hohem Rang. Und ihr, werter Herr, seid der Mann fürs Praktische. Geht und sprecht mit den Leuten. Begebt euch unter sie. Bringt in Erfahrung, wer insgeheim mit dem Teufel paktiert. So dass wir dieses Übel herausschneiden können. Ist eine Hexenjagd weise? Hier und jetzt? Nun, es ist nicht nur weise, es ist unumgänglich. Dieser Diener des Teufels hat eine Seuche über meine Gemeinde gebracht. Beelzebub selbst begehrt unsere Vernichtung. Zuerst verdirbt er das Fleisch und später, wenn wir alle geschwächt sind, den Geist. Es spielt uns gegeneinander aus. Die Gemeinde wird durch Misstrauen erneut entzweigerissen, denn jeder verdächtigt jeden. All das, um meine Anhänger zu verwirren und sie vom göttlichen Pfad der Tugend abzubringen. Wieso denkt ihr, dass eine Hexe ihre Finger im Spiel hat? Ich bin ein Mann Gottes und der Wissenschaft, werter Herr. Ich kann die Zeichen deuten. Wenn eine angeblich mysteriöse Krankheit über Nacht die Hälfte meiner Leute befällt, kann es nur einen Schuldigen dafür geben. Den Teufel, mein Herr. Wahrscheinlich agiert er durch einen seiner Diener. Denn ich habe sofort erkannt, dass das Wasser im Brunnen vergiftet wurde. Es gibt hier keine Fremden. Eure Wenigkeit ausgenommen. Niemand ist geflohen. Die, oder wohl eher der Schuldige, befindet sich noch im Dorf. Das Böse besteht. Das Böse wird stärker. Aber diese Hexe wird ihre Taten bereuen. Oder der Hexenmeister. So war es und so wird es werden. Vor einigen Jahren, vielleicht habt ihr davon gehört, machte ich mir durch die Hinrichtung einer üblen Hexe einen Namen. Es schmerzt mich, dass es wieder sein muss. Die Krankheit. Erzählt mir mehr davon. Direkt nach meiner Ankunft hier in den Harrows begann ich damit, das Land mit geweihten Talismanen zu schützen. Bewahrt vor dem Fluch fühlten wir uns alle sicherer. Eine Zeit lang. Dann vergiftete jemand den Brunnen. Unsere einzige Wasserquelle. Das muss einer von uns gewesen sein. Verdorbenes Wasser beweist gar nichts. Guter Punkt, Verbanner. Das wäre vielleicht richtig, wenn wir nicht seit Monaten ohne Unterbrechung ganz offensichtlich von einem furchtbaren Fluch heimgesucht würden. Auf die eine oder andere Weise konnte der Teufel einen seiner Anhänger hier einschleusen. Und wer weiß, was der niederträchtige Höllenfürst als nächstes im Schilde führt. Eure Geisterschutzvorrichtungen sind interessant. Geisterschutzvorrichtungen? Interessant. Ich nenne sie Heiligmacher. Ein Name, der meiner Gemeinde Hoffnung schenkt. Für so etwas benötigt man ein solides Verständnis des Okkulten. Wo habt ihr das gelernt? Etienne Roulet, einer der großartigsten Dämonologen unserer Zeit, ist ein guter Freund von mir. Ich habe seine Arbeit verbessert. Warum habt ihr die nicht in New Eden eingesetzt, wo der Fluch begann? Es war schwieriger, die gesamte Kongregation von der Notwendigkeit von Magie zu überzeugen. Die Menschen hier vertrauen auf meine unleugbare Integrität. In eurer Position weiß man doch, was in seiner eigenen Gemeinde vor sich geht. Aber selbstverständlich weiß ich alles, was es zu wissen gibt. Oder fast alles. Stellt mir eure Fragen, werter Herr. Seid nicht schüchtern.
Wie geht es in der Kolonie? Mein Herr, das Gemeinwesen ist eine schwere Bürde. Der Teufel gibt sich nicht damit zufrieden, das Fleisch zu schwächen. Er greift auch Herz und Verstand an. Bis ihr den Übeltäter entlarvt habt, wird die Harmonie in unserem göttlich schönen Commonwealth durch Misstrauen gestört sein. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt Zwist unter den Menschen hier. Wie wurdet ihr, ein Mann von Rang und Glauben, zum Dämonologen? Ah, nun, wenn ihr einen Moment Geduld aufbringen könnt, werde ich es euch gern erklären, ohne auszuschweifen. Der Herr hat mich nicht nur mit Intellekt und Glauben gesegnet, sondern auch mit den Mitteln für eine Ausbildung. Mit der Zeit und dem Ort zum Lernen. Mein Vater war eine Weile der Schüler von Henry Boguit, dem großen Dämonologen. Er hatte die Bücher, ich das Talent. Nach seinem Ableben übernahm ich das Zepter. Mein Vater lehrte mich, was Pflicht bedeutet. Ich habe Gaben, Glaube, Intellekt, Rang. Diese gilt es für meine Anhänger zu schützen. Das ist meine Pflicht. Das ist meine Bürde. Euer Sohn, wie würdet ihr ihn beschreiben? Lamentation? Wie würde ich ihn beschreiben? Nun, er ist neugierig. Wissbegierig, meine ich. Nicht unbedingt absonderlich. Obwohl das auch hin und wieder zutrifft. Ich wollte ihn in Dämonologie unterrichten. Zur dritten Generation Hexenjäger ausbilden. Aber er zeigte keine Veranlagung dafür. Okkultes Wissen wäre nur verwirrend für seinen guten Geist. Im Herzen ist er ein naiver Junge, der viel liest, aber wenig spricht. Ich bin kein Hexenjäger. Mich beschäftigen nur die verweilenden Toten. Gegen Bezahlung, ja, ich weiß. Aber ihr könnt nicht abstreiten, dass es das Böse gibt. Vor einigen Jahren musste ich so eine Bedrohung eliminieren. Sprecht ihr von Deborah? Ihr habt also schon etwas darüber in Erfahrung gebracht. Ja, Deborah. Die verdorbene Lehrerin. Als Deborah ihr wahres Gesicht zeigte, war ich stolz, über sie zu richten. Sie hat ihre gerechte Strafe verdient. Sie konnte sich gut verstellen. Sie sah aus, als könnte sie keiner Fliege etwas zuleide tun. Aber einen Mann Gottes und der Wissenschaft kann man nicht so einfach täuschen. Nein, mein Herr, wahrlich nicht. Nehmt es mir nicht übel, aber dafür, dass dies das Paradies für Puritaner sein soll, gibt es hier auffällig viele Hexen. Gott hat sich nicht von uns abgewandt. Aber jemand hier verrichtet das Werk des Teufels. Findet die Hexe, Mr. McGrave. Macht aus diesem Land wieder einen Ort Gottes. Ich muss mir meine Brötchen selbst verdienen, Gouverneur. Aber der Herr bezahlt sich ja gern. Ich werde tun, was ich kann. Ich verabschiede mich, Gouverneur. Selbstverständlich. Bitte nehmt die Treppe. Solange ihr hier seid, soll euch das erste Haus auf der linken Seite als Zuhause dienen. Das haben wir ja schon gefunden. Und da gehen wir beim nächsten Mal hin. Für heute war's das. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüssi.